Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche und willkommen zum neuen Video. Heute wird es ganz authentisch, indisch-pakistanisch. Und zwar mache ich heute Chicken Tikka Masala. Ein sehr beliebtes Gericht, nicht nur in der indischen Küche, sondern weltweit. Und ich zeige euch ein authentisches Rezept, was Restaurantqualität hat. Hier habe ich Hähnchenfleisch und zwar habe ich hier das Hähnchenbrustfilet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr es noch ein bisschen saftiger haben wollt, könnt ihr aber auch Hähnchenkeule nehmen, was bereits entbeint ist, oder Hähnchenschenkel, was auch immer. Ich finde, Hähnchenbrustfilet passt immer perfekt und es wird nämlich genauso saftig. So, los geht's! Für die Marinade habe ich hier Joghurt. Und zwar habe ich hier fettreichen Joghurt, 10% Fettgehalt. Das gebe ich hier einfach mal zu dem Hähnchenfleisch hinzu. Was hier wie Mayonnaise aussieht, ist Ingwer-Knoblauchpaste. Das ist ganz typisch für die indische Küche. Und zwar nehme ich hier, wenn ihr übrigens sehen wollt, wie man die zubereitet, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich nehme hier schöne, gute 2 Teelöffel von. Hier sind die Gewürze. Da brauche ich Salz, Garam Masala, Kashmiri Chili. Ihr könnt aber alternativ auch ganz normalen Chili nehmen. Des Weiteren habe ich hier Kurkuma und natürlich darf Pfeffer nicht fehlen. Die Gewürze gebe ich jetzt einfach so hinzu. Den Saft von einer halben Zitrone. Pfeffer natürlich. Und Sonnenblumenöl. Das Ganze wird jetzt richtig gut durchgemixt. Und das mache ich hier mit meinen Händen, damit alles schön einziehen kann. Zum Ausruhen gebe ich jetzt einfach Frischhaltefolie drüber und lasse es erstmal für eine halbe Stunde gut durchziehen. Je länger, umso besser. Ganz nach meinem Motto. Also ideal ist natürlich, wenn ihr es 2 bis 4 Stunden durchziehen müsst. Jetzt ist es Zeit, das Fleisch anzubraten. Ich hatte das jetzt so für 40 Minuten im Kühlschrank gehabt. Das werde ich jetzt ganz scharf erstmal von allen Seiten, aber jetzt nicht alles auf einmal, sonst wird sehr viel Wasser entzogen, sondern etappenweise von allen Seiten ganz scharf anbraten und dann herausnehmen. Und dann setze ich dann direkt im Anschluss auch die Soße an. Also fangen wir jetzt erstmal direkt mal mit dem Fleisch an. Ich habe hier einen guten Teelöffel Ghee. Das werde ich jetzt zum Braten verwenden und mische das mit etwas Sonnenblumenöl. Das, was wir haben wollen. Komm mal ein bisschen näher, Wissam. Schau dir mal diesen Bratensatz an. Das ist das, was wir haben. Das ist purer Geschmack, Leute. Und ich sag's euch, voller Geschmack. Und das nehmen wir jetzt gleich alles noch mit. Was ich jetzt mache, ich gebe jetzt nochmal einen Schuss Öl. Nicht so viel. Und jetzt brate ich die fein. Ich habe hier ganz, also 2 mittelgroße Zwiebeln. Die habe ich hier ganz fein gewürfelt. Die brate ich jetzt in diesem Bratensatz an. Und gleich wird sich hier dieser Bratensatz das hier komplett nochmal lösen. Also ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, früher auch nie so indisch gegessen, bis ich mal auf dieses Mal Gericht hier gestoßen bin, in einem pakistanischen Restaurant gegessen habe und dann wirklich vom Hocker umgefallen bin. Und ja, und seitdem fand ich diese indische Küche auch sehr interessant, auch gerade wegen den Gewürzen. Also ich finde, die kommen der marokkanischen Küche sehr am nächsten. Also wer die indische Küche nicht kennt oder niemals probiert hat, sollte das mal schnellstmöglichst nachholen. Nee, wirklich. Also es gibt Gerichte, die sind einfach der Hammer. So langsam löst sich hier so teilweise mein Bratensatz auf. Meine begehrte Knoblauch-Ingwer-Paste. Da gebe ich jetzt auch nochmal so gute 2 Teelöffel mit rein. Ohne die geht gar nichts wirklich. Jetzt ist der gute Moment gekommen, um die passierten Tomaten hinzuzufügen. Lösch quasi die Zwiebeln mit den passierten Tomaten ab. Gebe noch Wasser mit rein. Und lass diese Soße jetzt so schön einkochen. Vorher würze ich die. Und hierfür verwende ich
fast dieselben Gewürze, die ich für die Marinade genommen habe. Also hier habe ich Garam Masala. Was ich jedenfalls hinzugefügt habe, ist noch Kreuzkümmel. Kashmiri Chili habe ich hier. Koriander, Kurkuma, Salz und Pfeffer. Das gebe ich jetzt so mit rein. Nadja, das riecht so lecker. Ich sag's dir. So, und hier ist, da hat sich jetzt der Bratensatz komplett gelöst. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden damit. Das darf auch nicht fehlen. Ist hier der Rest von meiner Marinade. Den schabe ich jetzt einmal hier so herunter. Das ist nämlich auch Geschmack pur. Das gebe ich nur hinzu. Wir wollen hier ja nichts verschwenden. So. Die Soße lasse ich jetzt für 15 Minuten erstmal in Ruhe einkochen. Auf niedriger Stufe. Ich habe hier Stufe 4 von 9. Und lasse das jetzt erstmal so vor sich hin köcheln und gebe dann im Anschluss nochmal das Fleisch mit hinzu und lasse das noch gut zu Ende garen. Meine Soße ist jetzt sehr gut einreduziert worden durch das Köcheln. Und jetzt gebe ich das Fleisch hinzu. Alles gut umrühren. Und das schöne Ding hier lasse ich jetzt noch für weitere 20 Minuten auf niedriger Stufe vor sich hin köcheln. Im Anschluss wird es noch mit einer Geheimzutat verfeinert. Und zwar ist es die Zutat, die es eigentlich so richtig authentisch macht. Und das werdet ihr gleich sehen. Kommen wir jetzt zu den letzten Endzügen. Und zwar werde ich jetzt hier noch mal die Soße mit etwas Sahne verfeinern. Und schaut euch jetzt, die Soße ist so schön sämig. Ich hoffe, ihr könnt es hier auch so auf dem Video schön erkennen. Ich gebe jetzt hier einfach die Sahne hinzu. Jetzt werde ich noch eine Zutat hinzufügen, von der ich gerade gesprochen habe. Das hier sind Boxhornkleeblätter, getrocknete Boxhornkleeblätter, unbestimmt würzig. Und die erinnern so ein bisschen an Liebstöckel und sind ein wichtiger Bestandteil in der indischen Küche und in der pakistanischen Küche. Und die dürfen wir jetzt hier nicht fehlen. Also die machen dieses Gericht so speziell und ganz authentisch. Wenn ihr die nicht habt oder gar nicht findet, könnt ihr die natürlich auch ersatzlos weglassen. Aber glaubt mir, Leute, versucht es damit. Ihr werdet den Unterschied merken. So, jetzt greife ich die jetzt einfach so zwischen meinen Händen. So einen guten Esslöffel einfach so rein. Lass das für ein paar Minuten noch so mitkochen, damit sich das Aroma schön entfalten kann. So, meine Lieben, fertig ist unser Gaumenschmaus. Meine Damen und Herren, Chicken Tikka Masala. Ich bedauere es sehr, dass ich hier jetzt nicht kosten darf. Versucht es wirklich mit diesen getrockneten Boxhornkleeblättern. Die machen dieses Gericht so richtig authentisch. Probiert es aus. Ich verlinke euch dieses Produkt in der Infobox und sowie die allen genauen Mengenangaben und alle Zutaten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut und Salam!